Zweifel. Vielleicht werden heute Abend die Zweifel etwas weniger und das Wissen und die Sicherheit und die Orientierung wird etwas mehr. Ich selbst habe zu vielem Zweifel, was ich zu dem Thema in den Medien lese oder höre. Da lese ich etwa jetzt immer wieder, dass jetzt weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und ich frage mich, ist das wirklich nur eine gute Nachricht? Jedenfalls ist es gut, dass es übergeordnete Gesetze gibt, die helfen, Zweifel auszuräumen und die Orientierung geben. Ich hebe nochmal das gleiche Buch hoch. Ein solcher Satz ist ganz sicher der Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir alle hier beachten diesen Satz. Und wir erwarten zu Recht und zwingend, dass jeder, der zu uns kommt, diesen Satz beachtet. Und bei aller Einfühlsamkeit will ich auch ganz deutlich sagen, diejenigen, die diesen Satz nicht beachten wollen, die brauchen sich auch nicht auf den Weg nach Europa zu machen. Übergeordnete und dauerhafte Bedeutung hat ganz sicher auch die Bekundung von Angela Merkel, wir schaffen das. Mit ganz großem Respekt für die Bundeskanzlerin habe ich einen Brief formuliert, den ich Ihnen zum Abschluss der Veranstaltung vorlesen werde. Ein kurzer Brief. Und diesen Brief werde ich Ihnen im Original ja auch zur Unterschrift anbieten.